Hallihallöchen und herzlich willkommen zurück zu DTM meets Assetto Corsa. Wir sind mal wieder etwas verspätet dran. Ich habe es zwar nicht verpennt, aber ich habe erst mal eine Version suchen müssen für ein Sanford, für Assetto Corsa. Ist eher selten. Ja genau, schieb mich raus. Dummer Hund. Dann würde ich sagen, bevor der jetzt... Ich fahre mal ein bisschen zur Seite. Wir müssen jetzt hier mal kurz alles einstellen. Die machen wir dahin. Das machen wir dahin. Das braucht man eigentlich gar nicht. Das machen wir dahin. Das heißt natürlich wieder professionell, wie ich bin. Total verpennt. Hauptsache die Leiste unten ist an, die ist wichtig. Rennposition braucht man natürlich. Die war eigentlich gestern angeschaltet. Warum die jetzt wieder aus ist, weiß ich nicht. Den machen wir aus. Das lassen wir da. Ja, CPU. Was macht sie denn? Holla. Oh nein, 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 ich sehe Schmerz. Ja, dann fahren wir auch direkt raus. Es sind leichte Wolken eingestellt. Es ist aber extrem dunkel, ehrlich gesagt. Wir bleiben aber jetzt bei dem Wetter. Wir hoffen, dass es so ganz gut hinhaut. Also, ich bin vorher ein Rennen gefahren, ein Testrennen, weil ich ja schauen musste, ob die Version funktioniert. Eigentlich sollte sie funktionieren. Eigentlich hat sie auch schon funktioniert. Also, jetzt müssen wir mal gucken. Jetzt werden wir hier wahrscheinlich im Qualifying schnell eine Runde raushauen. Und dann einfach von Platz 1 starten und warten, bis die KI hier ihre Zeit abspult. Da werde ich wahrscheinlich die 10 Minuten warten müssen. Bremspunktphase. Ja, Sanford ist eine extrem enge Strecke, wie man hier wunderbar sehen kann. Richtig eng und winkelig und schwierig zu überholen. Das heißt, Qualifying ist extrem wichtig. Das haben wir auch gestern im Rennen gesehen. Bei der echten DTM. Felix da Costa. Ich spoiler nicht. Schaut es euch an. Ja, jetzt geht's eh nicht mehr zum Anschauen, gell? Heißt, wer es jetzt noch nicht gesehen hat, sowieso verloren. Dann kann ich auch spoilern. Felix da Costa war ja hinter Marco Wittmann dran geklebt. Auf Platz 1 und 2, weil wir hatten ja einen grandiosen 7-fach BMW-Sieg, weil sich Gary Paffett in der letzten oder vorletzten Runde rausgekegelt hat. Gelbe Flagge. Wir ballern einfach weiter, weil wir den da stehen sehen. Hat sich herausgekegelt, dann haben einfach 7 BMWs die ersten 7 Plätze belegt. So, jetzt wird das hier so eine kleine Überhol-Challenge anscheinend. Weil die hier alle rumgurken. Also das Ganze jetzt mit Vorsicht zu genießen. Außenrum. Hier werden wir jetzt kein DRS verwenden. Ja, 7-fach Sieg für BMW. Marco Wittmann gewonnen vor Felix da Costa und Maxime Matar, glaube ich. Boah, ist das... Da wird das Auto aber instabil, wenn du da hektische Bewegung machst, da den Berg hoch. So, wir machen das jetzt hier. Quetscht man sie einfach schnell so durch. Dann fahren wir jetzt wenigstens eine schnelle Runde. Wenn schon kein anderer tut, muss ich durch. Huch, das war knapp. Hier können wir noch DRS verwenden. Genau. Ich nehme das jetzt hier Sonntagmittag auf. Das bedeutet, ich weiß noch nicht, wie das zweite Rennen ausgegangen ist. Ich werde mein zweites Rennen erst aufnehmen, wenn das echte zweite Rennen vorbei ist. Dann kann ich euch nämlich wieder darüber berichten, was alles passiert ist in dem Rennen. Oh, das war vielleicht ein bisschen zu früh, DRS. Aber es geht. Das interessiert den DTM-Wagen gar nicht. Und wir fahren mit einer 1.44.07 übers Ziel. Und gehen damit zurück in die Box. Session überspringen wird wahrscheinlich noch nicht hinhauen. Da noch keine Rundenzeiten gefahren ist. Genau. Dann sehen wir uns gleich wieder im Rennen. So, da sind wir wieder zurück. Jetzt endlich im Rennen. Wir starten natürlich vom Platz 1, nachdem die anderen eine Rundenzeit von 4 Minuten 23 gefahren sind. Haben wir uns den ersten Platz mit einer 1.44 ergattert, würde ich das jetzt mal nennen, ergattert.
Ja, volles Starterfeld, so viele wie hier reinpassen ins Kolosseum, würde ich jetzt mal sagen. Und dann legen wir doch auch gleich direkt los mit dem Rennen. Der ist es an Bord, wie man sehen kann. Muss ich nur kurz wieder zumachen, ist am Starter nicht erlaubt. Ist in der ganzen ersten Runde nicht erlaubt. Oh, stark durchdrehende Räder gehabt. Zip. Oh, da passiert uns ein Riesenunfall. So, jetzt hier. Mit Gefühl in die erste Kurve rein. Und Führung behalten. So, jetzt heißt es verwalten. Wäre jetzt erstmal kein DRS für uns. Aber so wie es aussieht, können wir unseren Vorsprung auch so ganz gut verwalten. Wir fahren ein 5-Runden-Rennen, das ist die kurze Version heute. Ob jetzt da eine lange kommen wird, weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Weil die Sanford-Version einfach nicht so, nicht fertig ist. Sagen wir mal so, es ist Version 0.2. Das sagt eigentlich schon alles. Aber ich habe keine andere gefunden, leider. Wenn ihr eine wisst, setzt doch mal einen Link in die, in euren Kom also schreibt doch mal in die Kommentare einen Link, damit ich mir die runterladen kann. Dann mache ich da vielleicht nochmal was. Weil die Version hier ist irgendwie, naja, für die KI nicht so sonderlich gut geeignet. Im Rennen sind sie dann ganz okay. Wenn man von einer da hinten starten würde, wäre es spannender. Aber halt von vorne ist jetzt doch eher Fahrt, wie man sehen kann. So. Erste Runde rum. Wir haben uns schon mal einen guten 2-Sekunden-Vorsprung, würde ich schätzen. Ah, eins. Fast den Bremspunkt verpasst. Das war jetzt doch knapp. Nur 1,0 Sekunden. Sind ja eh noch nah da. So, jetzt wird dann gleich mal MotoGP angeschaut. Am Sachsenring. Leider ist der Stefan nicht dabei. Bisschen schade, aber es könnte trotzdem ein sehr spannendes Rennen werden. Auch wenn der Marquez anscheinend wieder in seiner eigenen Liga rumfliegt. Und danach wird Project Cars für nächste Woche aufgenommen. Freue mich auch schon tierisch drauf. Da werden wir ja dann die Classic Touring Car fahren, also mit dem alten Mercedes 3,0 CSL. Ah, doch. Ne, SEL, Entschuldigung. CSL ist ja BMW. Kack. Und ein Ford Cabrio. Etwas komische Kombination, ehrlich gesagt, aber mal gucken, was wir bekommen von unserem Team, das uns da gefragt hat, ob wir teilnehmen wollen. Der Formula C ist ja abgeschlossen. Mich freut es auch, dass da so viele zugucken. Da habe ich mittlerweile richtig viele Zuschauer. Also viele halt. Konstante Zuschauer. Sagen wir mal konstante Zuschauer, so stimmt's. Da freue ich mich mega drüber. So, jetzt heißt hier Vorsprung verwalten. Zweite Runde vorbei. Und wir haben wahrscheinlich 2 Sekunden Vorsprung. Das Ding sagt immer noch eine Sekunde. Kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass die jetzt die letzte Runde auch eine 1:40,5 gefahren sind. Das war jetzt wieder ein bisschen zu früh ans Gas. Gestern war ja RSR GT3 Meisterschaft. Zweiter Lauf am Nürburgring. Da waren natürlich alle top vorbereitet, weil wir ja schon ewig VLN fahren. Nur wir sind diesmal GP-Strecke gefahren. Ja, ein 30-Runden-Rennen war ganz 34. Oh, scheiße. Das kann ich alles nochmal ändern. 34-Runden-Rennen ist es ja gewesen. Das muss ich nochmal ändern im Video. Gott sei Dank habe ich das nicht hochgeladen. Ja, lief ganz gut. War P2. Hatte dann aber leider beim Boxenstopp kleine Probleme. Oh, irgendjemand hat aufgegeben. Oh, die sind hinter uns zusammengefahren. Habe ich so das Gefühl. Jetzt ist nämlich gar niemand mehr hinter uns.
Und Green ist hinter uns anstatt Tom B. Ja, war Platz 2. Beim Boxenstopp dann leichte Probleme gehabt. Dann nochmal einen kleinen Rempler kassiert. Das wäre gar nicht so tragisch gewesen. Und dann ist mir der PC abgeschmiert in Runde 20 oder sowas. Da wo dann, ja, da war ich dann richtig angepisst, ehrlich gesagt. Aber naja, damit muss man leben. Im nächsten Lauf wird es dann wieder besser. Nächste Woche das 6-Stunden-Rennen. VLN. 6-Stunden-Rennen. Wird interessant. Ich kann nicht so lange fahren. Es hören total viele gerade auf. Ich kann nicht so lange mitfahren, leider. Ich hätte vorgehabt, zumindest versuchen durchzufahren. Leider bin ich jetzt auf den Geburtstag eingeladen. Das heißt, ich kann nur 2,5 Stunden oder so fahren. Werde aber auf jeden Fall teilnehmen, weil ich die Punkte brauche. Beziehungsweise brauche in Anführungszeichen. Es ist halt so, dass man die dreifach punkten kann. Und wenn man einfach 15 Punkte holt, nur durchs eine Runde gefahren sein, dann bin ich da auf jeden Fall dabei. Gar keine Frage. Und danach geht's dann, wenn mich nicht alles täuscht, nach Imola mit dem Porsche Supercup. Da freue ich mich ja riesig drauf. Also auf Porsche Supercup freue ich mich mega. Bin ich mega gespannt, wie das abläuft oder wie der läuft. Ich bin erst im Laufe der Woche mal beim Testen und ne, in Imola. Hoffe natürlich, dass mir das Auto ein bisschen zusagt. Dass ich mich da schnell zurechtfinde, auch auf Imola. Imola ist normalerweise nicht so meine Autostrecke. Im Motorrad geht's. Aber im Auto ist eigentlich eher nicht so meins. Aber das finden wir einfach die Woche mal raus. Vielleicht nehme ich euch mit auf eine schnelle Runde. Ja, ich befürchte, dass jetzt einfach alle in der Box sind. Ich werde jetzt trotzdem zu Ende fahren. Ist ja jetzt egal. Auf jeden Fall, Rennaction ist hier Fehlanzeige. Da haben sich 2 abgeschossen und leider ist dann das ganze Feld hängen geblieben. Fahren wir trotzdem ein bisschen Sandfort. Da werde ich auch kein zweites Rennen heute aufnehmen. Weil das macht einfach keinen Sinn. Wie man sieht, hat sich die KI gerade selber abgeschossen. Wir schießen uns auch nochmal ab. Ja, leider ist die komplette KI in der Box. Naja, es ist halt einfach eine Version 0.2 und es wird auch keine neuere gemoddete Version kommen, weil sie einfach die Lizenz angekündigt haben für Sunford. Und leider ist die noch nicht raus. Dann werden wir das danach holen, wenn die DLC-Strecke raus ist. Da werden wir dann das DTM Mizzasetto Corsa auf dem Sunford nachholen. Moskau wird auch schwierig. Da habe ich zwar eine Version gefunden, aber die startet leider nicht. Und das ist die einzige Version, die ich gefunden habe. Bei über 1,5 Stunden Suche. Da weiß ich auch noch nicht so ganz, was ich machen soll mit Moskau. Die anderen Strecken müsst ihr eigentlich alle haben. Also der Rest wird stattfinden bei DTM Mizzasetto Corsa, wenn ich nicht gerade im Urlaub bin. Da muss ich es irgendwie versuchen fortzuproduzieren. Aber ansonsten sollte es eigentlich hinhauen. Jetzt sind ja schon bei den meisten Sommerferien. Bei mir nicht, ich arbeite ja. Da habe ich mal wieder ein Ei gelegt, ha? Sommerferien wären jetzt schon was. Jeden Tag 30 Grad, hammergeiles Wetter. Ja. Würde mich schon nochmal drüber freuen über so Sommerferien. Dann haben wir das Rennen hier abgeschlossen. Leider als einziger ins Ziel gefahren. Ich wünsche noch einen wunderschönen Tag. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen da. Checkt auch noch die anderen Videos in der Endcard aus. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dahin. Ciao.